bin Johannes Hesche, ich bin Executive Partner und Leiter des qualitativen Portfolio Managements und seit 2018 bei Arcadis. Bitte erläutern Sie kurz das Fondskonzept. Das Fondskonzept wurde so erdacht, dass in diesem Fonds mittel- bis langfristig stabile Erträge erwirtschaftet werden können, die es für den Anleger attraktiv machen, den Fonds als Basisinvestment zu halten. Das bedeutet, wir möchten hier eine schwankungsärmere, aber doch fast aktienähnliche Rendite für Sie als Investoren erwirtschaften und Ihnen eben die Möglichkeit geben, hier gut zu schlafen und sich nicht um Ihr Portfolio kümmern zu müssen. Dafür haben wir eine fundamentale Herangehensweise gewählt. Das bedeutet, wir wählen jede Position als Einzelfallentscheidung aus. Eine Aktie soll uns dabei ungefähr 10% bringen, eine Anleihe ungefähr 6% in leichter Abhängigkeit der Marktlage. Und wenn wir weder für das eine noch für das andere die richtige Investition finden, dann halten wir auch gerne mal ein bisschen Cash vor, wenn wir das Gefühl haben, da gibt uns der Markt vielleicht heute, morgen oder übermorgen eine bessere Investitionsmöglichkeit. Und ganz wichtig ist eben, dass wir den Fonds anders als alle anderen Mischfonds oder sehr viele andere Mischfonds so konzipiert haben, dass er frei von irgendwelcher Finanzmagie ist. Das bedeutet, wir haben hier keine Derivate, keine Zertifikate, sondern das, was Sie sehen, ist, was Sie bekommen. What you see is what you get. Wofür steht Event im Fondsnamen? Unter Event versteht man Sondersituationen am Kapitalmarkt. Beispielsweise kommt es vor, dass eine Firma von einem großen Investor von der Börse genommen werden möchte oder zwei Firmen fusionieren möchten oder dass bestimmte Investoren Anleihen aus irgendeinem speziellen Grund eben nicht mehr kaufen möchten. Und gerade eben, wenn solche Events passieren, dann können wir diese Sondersituation nutzen, um hier risikoärmer Rendite für Sie und uns als Investoren zu erwirtschaften. Das bedeutet, diese Sondersituationen sind meistens nicht dafür da, dass sich eine Aktie verdoppelt oder verdreifacht, aber über eine gewisse Zeit eben eine schöne, gut planbare Rendite bietet. Nach welchen Kriterien wählen Sie die Titel für den Fonds aus? Titel im Fonds werden unterschiedlich ausgewählt. Wir haben ja zwei Arten von Titeln eigentlich im Fonds, die Rendite bringen sollen. Das sind ja zum einen die Aktien und zum anderen die Anleihen. Bei Aktien wollen wir eigentlich nur die weltbesten Unternehmen im Portfolio haben. Beispielsweise Unternehmen, die kontinuierlich Marktanteile dazu gewinnen und trotzdem immer mehr, immer höhere Margen verdienen. Dabei ist für mich das Kriterium einer hohen Kapitalrendite wirklich wichtig. Ich denke da immer an ein altes Buffett-Zitat, bei dem er sinngemäß gesagt hat, ich versuche gar nicht Geld am Kapitalmarkt zu verdienen. Ich kaufe Unternehmen, bei denen der Kapitalmarkt morgen für 5 oder 10 Jahre schließen könnte und bei denen trotzdem am Ende eine schöne Rendite rauskommt. Und für mich ist da immer ein schönes Kriterium die hohe Kapitalrendite. Wenn eine Firma kontinuierlich mehr verdient, als sie für ihre Schulden oder Kapitalkosten insgesamt bezahlen muss, dann wird eine Firma in 5 bis 10 Jahren auch mehr wert sein. Und auf der Anleiheseite, da achten wir sehr darauf, dass die Firmen, in die wir da investieren oder deren Schulden wir da kaufen, ihre Schulden auch zurückbezahlen können. Oder auf bestimmte Sondersituationen bei cash-nahen Anleihen, dass beispielsweise nicht unbedingt eine Staatsanleihe gekauft wird, sondern irgendeine supranationale Organisation oder irgendeine Anleihe mit Staatsgarantie, wo es nochmal einen leichten Renditeaufschlag gegenüber einer normalen Staatsanleihe gibt. Was macht den Fonds einzigartig? Der Fonds unterscheidet sich insbesondere von anderen Mischfonds dadurch, dass wir keine absolute Marktmeinung haben. Das heißt, wir gewichten nicht Aktien, weil wir glauben, der Markt ist zu günstig oder der Markt ist zu teuer und wir verkaufen Aktien, sondern jede Investition steht für sich. Es ist immer eine Einzelfallentscheidung und aus diesen vielen Einzelfallentscheidungen bauen wir dann ein gut ausbalanciertes Portfolio. Und dabei verzichten wir insgesamt vollkommen auf den Einsatz irgendwelcher Finanzmagie. Das heißt, keine Derivate, keine Zertifikate und auch sonst nichts. What you see is what you get. Es gibt kein Hedging, nichts wird herausgenommen. Alles ist genauso, wie Sie es da sehen.